Ein Hallo und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ja, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, solltet ihr das machen, damit ihr auch wisst, was passiert. Und kurz und knapp kann ich aber sagen, wir sind dabei gewesen, Dr. Valentine zu töten, auf eine richtig coole Art und Weise. Schaut es auf jeden Fall nochmal an. Und wie man hier oben auch eben lesen konnte, stand da so ein globaler und deutscher Rang, was so der Durchschnitt ist von den Punkten, die so jemand erreicht. Und wir liegen im Moment bei 23.355. Ja, es ist und ich habe hier unten jetzt schon verdammt viele Laboratoren gesehen. Ja, und ich versuche einfach mal den Typen jetzt hier auszuschalten, um mir noch meine Wachenverkleidung zu nehmen. Obwohl, nee, ich glaube, ich lasse das doch. Oder? Ich weiß es nicht. Soll ich... Ich lasse ihn mal hier liegen, weil die Leute bewegen sich ja nicht. Ich gucke einfach mal. Und falls jetzt dann doch hier zu viele Laboratoren sein sollten, ändere ich das einfach wieder ab. So, Spritze genommen. Da hinten scheint aber was zu sein. Da will ich mal gucken gehen. Und dann verkleiden. Ich glaube, man kann sich ja auch wieder zurückverkleiden. Oder? Soweit ich das weiß. So, dann hier mal so ein weißer Beutel. Nicht wahr? Tee verkleiden. Ja, ich glaube, das ist es. Und ich habe noch eine Waffe aufgehoben. Na, ich bin jetzt einfach mal so eine Wache. So, jetzt bin ich hier so eine blöde Wache. So, schön in Deckung bleiben, soll mich auch keiner sehen. So, schnell mal. Was ist hier los? Damit die uns nicht sehen. Okay, das ist eine Sache. Aber gut. Wir reden hier von einem jetzt gucke ich mal. Irgendjemand da draußen. Was ist das hier? Steuerung. Erzeugt ein kurzes Zeitfenster zum Handeln. Die Belüftung ausschalten. Ich überlege jetzt. Ja. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Wenn nicht, starte ich den Kontrollpunkt neu. So, mal schauen. Was ist jetzt los? Ach, 30 Sekunden, bis der Rauch entlüftet wird. Okay. Das heißt, glaube ich, wir können ihn ausschalten. Was ist hier los? So. Gut. Das haben wir geschafft. So. Und ganz schnell weg hier. Brücke rufen. So, zum Glück. Ach, Hauptsache, wir standen davor und haben den eliminiert. Leiche gefunden. Okay, komm schon, Brücke. Beeil dich mal ein bisschen. Scheiße. Oh, Kacke. Oh nein. Ach, X, vorgetäuschte Aufgabe. Nix, ich habe gar nichts begriffen. So, komm her, Kollege. Willst du mir den jetzt aufs Maul haben? Sollen mir recht sein. Scheiße. Knockout, schnell. Und in Deckung gehen. Und los, laufen wir schnell. Ich will nämlich nicht noch einen ausschalten. Wir haben schon genug Minuspunkte. Los geht's, öffnen. So, wir haben es geschafft, super. Ja. Dr. Ashfords Protokoll abspielen. Hier lag sie anscheinend. Auf den ersten Blick ist das Subjekt nur ein gewöhnlicher Teenager. Aber die ersten Testergebnisse waren untypisch. Da ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will, muss ich auf die Ergebnisse der DNA-Analyse warten. Das Subjekt übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Ihre Werte sind absolut einzigartig. Außer Dr. Ortmeier hat bis heute niemand in diesem Ausmaß das menschliche Erbgut manipuliert. Im Vergleich dazu sind meine Versuche mit dem Mexikaner Sanchez lächerlich. Das Werk eines Stümpers. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, eine wissenschaftliche Distanz zu wahren. Das ist eine Chance, von der ich mein ganzes Leben geträumt habe. Ich fürchte nur, Blake Dexter wird das Mädchen meistbietend verkaufen, anstatt zu warten, bis es sein gesamtes Potenzial erlangt hat. Er ist eben ein beschränkter Kleingeist, ohne Sinn für die wahre Wissenschaft. Na, das stimmt wohl. Ich muss möglichst viele Daten sammeln, solange ich die Chance dazu habe. Der Inhalt dieses Labors könnte bereits jetzt zig Millionen wert sein. Okay, sucht. Ja, die suchen halt hier immer noch nach mir. Oder haben nach mir gesucht. So. Ja, was können wir denn jetzt machen? Ich glaube, wir können einfach rausgehen, oder? Sie müssen ihr Einsatzziel vollenden. Ja, habe ich doch gemacht.
Oder müssen wir das hier sabotieren? Ach so, ja genau. Wir wollen ja die ganzen Datenserver von denen löschen, dass hier alles gelöscht wird von dem. So. Das war's. So, jetzt können wir hier durch. Super, 50.000. Wir sind gar nicht so im Durchschnitt, aber so schlecht waren wir auch nicht, finde ich. Dann gehen wir mal hier durch. Klasse, Chamäleon 3 freigeschaltet. Verstecken Sie sich in offenem Gelände, regeneriert sich Ihr Instinkt schneller und der Instinktverbrauch vom Verschmelzen sinkt. Super. Gut, dann haben wir es ja insgesamt. Man hätte es besser machen können, dass wir am Ende entdeckt von waren, ein bisschen Käse. Aber ansonsten war es doch eigentlich recht gut. 23 von 51 Sachen. Und dann machen wir, würde ich sagen, weiter, denn... So lange geht das hier noch nicht. Ja, und geil, es ist mal wieder kein Sound da. Das kotzt mich mal wieder an. Da müsste ich jetzt theoretisch das nochmal neu starten, damit ihr das sehen könnt. Das tut mir leid. Das ist manchmal so ein Fehler, wenn ich mit Audacity und Fraps aufnehme und dann eine Videosequenz kommt, dann streikt das Spiel einfach. Das war ja auch schon bei, hier bei Spec Ops so, manchmal. Boah, von daher tut's mir leid. Und das ist echt so ein Koloss, der Typ. Part 2, Fight Night. Weil Sanchez hat ja hier den, die Tusse. Haben wir ja erfahren. So, und das war ja nur eine kleine Sache, von daher halb so wild, ne? So, zu... wartet mal kurz, Leute. Einen Augenblick. Da bin ich wieder. Ja, meine Mutter hat mich gerade nur kurz was gefragt und, ja. Es geht weiter. Alter! Stehen da viele. Hilfe. Da! Boah, ich dachte jetzt gerade schon, wir wären jetzt hier direkt entdeckt. Wäre ja scheiße geworden. Ja. Mal schauen. Für diese Tür braucht man eine Schlüsselkarte. Ja, you don't say. Was stand da noch? Sanchez ist hinter der Bühne. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Ach so. Ja, okay. Ganz abgesehen davon, dass sie einem das Ding vom Gehalt abziehen. So, ich weiß nicht, was ich eigentlich tue. Ich guck einfach irgendwas. Ach, wir müssen hier raus. Oder wie? Na toll. An der Tür klopfen. Ach, nur Kämpfer dürfen durch diese Türe. Hilft mir bitte jemand? Okay. Ja, das wusste ich nicht. Warum nicht? Ist besser, als sich am Arsch. Ja. Dann schaue ich doch mal, wie ich hier... Oh, scheiße, das war wahrscheinlich eine Schnapsidee, die ich hatte. Oh, ei, ei, ei. Hilfe. Oh, so close. Okay, der Generator versorgt die Beleuchtung hier mit Strom. Ja, das ist ja praktisch. So. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Wer geht denn jetzt da gucken? Wäre irgendwie cool, wenn das ein Kämpfer wäre. Ist das ein Kämpfer? Ich weiß es nicht. Ich versuche trotzdem, ihn auszunocken. Nein, warum geht denn das hinten jetzt so Wachen gucken? Boah, scheiße. Was müssen die Wachen denn jetzt da hinten gucken? Gibt's doch nicht. Obwohl, da hinten scheint es doch noch was zu geben. Ach, wisst ihr was? Hier, komm, Kollege. Was war das denn? Scheiße. Das war nicht so schlau. Ja, ich glaube, das machen wir nochmal neu. Kontrollpunkt neu starten. Das war nicht so gut. Das wollte ich gar nicht. So, dann auf ein neues. Was? Nein, komm schon. Direkt mal hier durch. Das kann doch nicht wahr sein. So. Hier hinten nochmal entlang. Da sehen sie uns ja jetzt immer fast. Eieiei, Euski, Poiski, Euski, Poiski, Euski, Poiski. Wenn ihr nicht wisst, woher ich das habe, schon ganz alt, von so einer Kinderserie damals gab es immer, es war so eine schwimmende Insel und so ein Anführer war der Eis, war ein Anführer, da gab es so einen Anführer auf dieser Insel, es war halt von Tieren bewohnt und ich weiß nicht mehr, wie der hieß und da gab es halt so ein kleines Possum und immer wenn das Angst hatte, sagte es so, oh, 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 Poiski, oh, Poiski. Und das hat so einen lustigen Akzent, das war ganz witzig. Und nun ja, jetzt haben wir die Schlüsselkarte und können ja eigentlich da hinten rein. Nur, ich weiß nicht, wie wir hier wieder wegkommen. Ah doch, hier hinten. Cool. Nein, was ist das denn? Ein Hammer gefunden. Ja, klasse. Du bist Hammer, ne? Ach, wir können hier auch hoch. Ist ja geil. Warum sagt man mir sowas nicht immer früher? Willst du mich verarschen?
Nein, na! Das gibt's nicht. Leckt mich doch. Boah, klar. Da habe ich das so schön geschafft, dann müssen die Penner mich hier entdecken, oder was? Boah, das gibt's einfach nicht, wie viel Pech man immer haben kann. Nein, komm schon. So. Dann nochmal hier entlang. Ich glaube, von da können wir jetzt auch die Kante direkt greifen. So. Deckung wechseln. So, hier können wir auch nach der Kante greifen. Meine Güte, so ein Pech kann aber echt nur ich haben. Echt nur ich haben. Hitman, bewegst du dich mal wieder? Geht doch. Achso, der hat er sich da gerade geduckt. Ja. Schau ich mal eben. Mich sieht hier keiner. Und hier liegt ja jetzt wieder die Schlüsselkarte. So, perfekt, gefunden. Was gibt's hier hinten noch? Ach, noch eine Verkleidung. Ja, das ist ja super. Dann ziehe ich mir die doch noch an. Scheiß auf die. Dann bin ich wenigstens unentdeckt. Wo steht die Wache denn? In welche Richtung guckt die? Das ist irgendwie Käse. Aber da hinten könnte ich den verschleppen. Und hier ist ein Benzinkanister. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Boah, das war knapp, Alter. Ich dachte jetzt schon. Da hätte ich mich jetzt aber kohlrahmschwarz geärgert. So, Kollege, du gehst mal bitte da gucken, was ich denn da hingeworfen habe. Was ganz Tolles. Ja, hier wirft jemand mit Sachen rum. Schön für dich. Back dir ein Ei drauf. Danke. Ach, hier hinten kann ich dich auch verfrachten. Das ist ja toll. Brauche ich ja erst gar nicht, dich, nach da hinten zu zerren, wo ich wahrscheinlich wieder entdeckt worden wäre. Das ist ja super. Wären wir dich direkt hier los. Klasse. Super. Also wenn wir jetzt nicht wieder entkommen, dann wäre es echt doof. Oh, hier können wir uns auch. Können wir auch direkt die Kante greifen. Oh nein. Oh, ist das wieder so close. Was geht der Typ denn jetzt dahin? Was bildest du dir eigentlich ein? Willst du eine Kugel kassieren? Kannst du gerne haben. Kollege, ich blase dir sowas von den Schädel weg, wenn du jetzt nicht innerhalb von 4 Sekunden hier weg bist. Und dann sagen wir 5. 5. 4. 3. 2. 1. 0,8. 0,6. 0,4. Ja, hast du es ja geschafft. Ich war ja mal nett zu dir. So, und jetzt verpiss dich. Ach, das ist ein Beweis. Cool. Ach, hier liegt die Leute, ihr vergisst es doch einfach. Die Verkleidung liegt direkt da. Ich bin... Ach, das war von der Wache eine Verkleidung. Na, super. Ist ja doof. Okay, naja, dann müsste ich ja eigentlich trotzdem irgendwie hier durchkommen. Was müssen die jetzt auch hier anfangen zu suchen? Ich meine... Warum können die das nicht ein andermal machen? Nee, nicht ganz langsam, ganz schnell. Ich will ja nämlich ganz schnell weg. Hab die Schlüsselkarte. Ah, hi. Heuski, Heuski. So, jetzt aber. Jetzt habe ich eine Schlüsselkarte. Jetzt können da mich alle mal in Ruhe lassen. Wisst ihr das? So. Klasse. Geschafft. Der Wahnsinn. Ich finde mich so cool. So. Nach unten. Und jetzt kann ich hier rein. Super. Was sollte ich denn machen, Boss? Das Mädchen zum Kampf mitnehmen. Absagen! Wir haben hier jede Menge zahlende Kundschaft. Ich beschütze nur Ihre Investition. Keine Sorge. Sheriff Skurky hat sie in seiner Zelle im Keller. Ohne seine Erlaubnis kommt da niemand rein oder raus. Ich hole sie sofort nach dem Kampf wieder ab. Okay. Gut zu wissen. Super. Spähen wir mal hier durch. Hier scheint nichts zu sein. Und dann weiß ich auch, was ich jetzt hier machen werde. Dreimal dürft ihr raten. Es fängt mit P an. Und hört mit Art beenden auf. Ha, bin ich nicht wieder witzig heute. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.